Jetzt muss sie gehen. Nancy Faeser hat den größten Fehler ihrer Karriere begangen. Sie hat statt dem Islamischen Zentrum in Hamburg den YouTube-Kanal von Chanel, dem Handtaschenhersteller und Luxuskonzern, verboten in diesem Land. Es steht im Bundesanzeiger nachzulesen für jeden öffentlich. Der größte Skandal, den sie je fabriziert hat. Sie kann nicht mal ein einfaches Vereinsverbot verfügen, sondern sie haben dann anscheinend in der Mittagspause hier geshoppt und den falschen Link eingefügt. Ich zeige dir die Beweise in diesem Video und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Manchmal kriege ich Meldungen geschickt und ich kann sie nicht glauben. Diese ist so eine, sie ist wirklich passiert und zwar heute. Wir reden über die Bekanntmachung eines Vereinsverbots gegen die Vereinigung Islamisches Zentrum Hamburg e.V., wo ich heute Morgen auch in Berlin-Neukölln war, bei einer Außenstelle eben dieses Vereins. In dieser Verfügung werden viele Dinge genannt, die verboten sind. Diese Verfügung ist veröffentlicht im Bundesanzeiger. Ihr könnt sie euch alle anschauen, gebt dort in der Suche einfach ein Islamisches Zentrum Hamburg. Dann findet ihr das, die Verfügung von heute, vom 24.07.2024. Dort ist dann einiges aufgeführt, ähnlich wie bei dem Kompaktverbot. Ihr seht die ganzen Logos, der Verein inklusive der Teilorganisation ist verboten und dann kommen die Internetauftritte des Vereins. Die Webseite ist verboten, die Facebook-Seite und alles versehen mit Links. Das Ganze natürlich auch Instagram, Telegram, YouTube. Jetzt ist Ihnen hier ein folgenschwerer Fehler unterlaufen, wirklich folgenschwer. Die Veröffentlichung im Bundesanzeiger kann nicht korrigiert werden, die steht dort für die Ewigkeit. Sie steht dort für die Ewigkeit für das Versagen unserer Bundesinnenministerin und ihrer Mitarbeiter im Ministerium, die anscheinend lieber Handtaschen shoppen, anstatt ihren Job zu machen. Denn wenn wir bei den Teilorganisationen uns das Ganze etwas genauer anschauen, dann kommen wir hier bei der beim Islamischen Zentrum Berlin e.V., wo ich heute war in Neukölln, kommen wir da mal zu deren YouTube-Kanal. Es gibt bei den YouTube-Kanälen einen direkten URL-Link aus ganz vielen Buchstaben. Den könnt ihr eingeben, dann kommt ihr zum Ziel. Und es gibt das @Politik mit Kopf zum Beispiel, dann kommt ihr zu mir. So gibt es hier @Islamisches Zentrum Berlin 6559. Das ist verboten, das ist soweit korrekt. Das ist auch nicht mehr verfügbar auf YouTube. Jetzt haben Sie allerdings unten drunter eine Kanal-URL, also einen Link, eingefügt, wenn man den abschreibt. Und ich habe das mehrfach getan und ich bin nicht der Einzige, der das getan hat. Dann kommt man auf folgenden YouTube-Kanal, auf die Seite von Chanel. Ist kein Spaß, Leute. 2,59 Millionen Abonnenten, 1663 Videos. Die Abonnenten können Sie mir gerne rüberschieben, aber das steht in der Verbotsverfügung des Islamischen Zentrums Hamburg. Sie haben ernsthaft den falschen Kanallink dort reinkopiert und das kann nur auf einem einzigen Wege passiert sein. Denn diese Links, die sind einmalig. Das heißt, es war wohl jemand Videos angeschaut von Chanel bei der Arbeit im Bundesinnenministerium, auf einem Rechner, der von Steuergeldern bezahlt wird, auf dem privates Surfen verboten ist, auch in der Mittagspause. Und das wissen diese Beamten auch. Und dann kann es natürlich sein, wenn man bei Steuerung C und Steuerung V bei Copy und Paste noch den Kanallink von Chanel drin hatte, weil man ihn der Kollegin in WhatsApp geschickt hat in der Pause, dann hat man ihn eingefügt in die Verbotsverfügung und alle Qualitätssicherungslinien, wie man das neudeutsch nennt, haben versagt. Es hat niemand gemerkt und das ist echt peinlich, Leute. Das darf nicht passieren unter gar keinen Umständen. Chanel kann nicht verboten werden von der deutschen Innenministerin. Der Sitz des YouTube-Kanals ist in Frankreich. Wäre für mich auch mal eine Überlegung, ob ich nicht einfach den Sitz meines Kanals verlege, um hier sicher zu sein. Aber noch bin ich nicht so Feind der Regierung, dass sie gegen mich vorgehen, beziehungsweise ich bin noch zu klein. Viel interessanter ist es aber, dass YouTube hier auch nicht reagiert hat. Chanel ist nicht verboten, weiter aufrufbar. Sie sitzen in Frankreich und es ist hier ein Affront sondergleichen. Ich bin gespannt, ob das Konsequenzen hat. Das kann nicht konsequenzenlos sein. Erinnern wir uns an einen Herrn Habeck, der sagte, der Staat macht keine Fehler. Es ist phänomenal, dass sie in einer Verbotsverfügung, die wirklich öfters geprüft wird, also das lesen mehr wie zwei Leute, bevor das veröffentlicht wird, da kriegen sie es nicht gebacken, das hinzukriegen. Leute, es ist eigentlich viel zu traurig. Normal müsste ich auf dem Boden liegen und mich totlachen. Sie haben Chanel verboten. Also es steht in der Verfügung, im Bundesanzeiger.
Es dürfte in Deutschland nicht mehr verfügbar sein, weil es laut Bundesinnenministerium zu einer Teilorganisation des Islamischen Zentrum Hamburg gehört. Ich wünsche mir, dass Chanel die Bundesregierung auf Schadensersatz verklagt wegen Rufschädigung. Das ist echt peinlich. Und die Beamten, die sollten sich mal überlegen, ob sie den Job im Innenministerium wirklich machen wollen, wenn denn hier Chanel-Sachen viel wichtiger sind für die Mittagspause. Ihr könnt euch ja mal überlegen, was teilweise die Sachen von Chanel kosten. Das sind die Leute, die über dein und mein Wohlbefinden entscheiden, die für die Sicherheit in diesem Land verantwortlich sind. Ja, sie beschäftigen sich, wenn sie sonst nichts zu tun haben, außer uns zu drangsalieren. RKI-Files, wir wissen ganz genau, was ihr alle getan habt in dieser Zeit. Und was machen sie dann? Ja, sie schauen sich ihre Luxusprodukte an bei Chanel und dann kopieren Sie den falschen Link in die Verbotsverfügung. Das ist echt peinlich. Sowas dürfte niemals passieren, unter gar keinen Umständen. Und vor allem ist es ja bezeichnet, es ist kein Schreibfehler oder so, sondern diese Kanallinks, die sind einmalig. Da kann man nicht nur einen Buchstaben tauschen und kommt dann beim Islamischen Zentrum raus. Da sind ganze Kombinationen anders. Deswegen können wir zu 99,0% sicher sein, dass die Mitarbeiter auf diesem YouTube-Kanal gewesen sind, vielleicht sogar während ihrer Dienstzeit und nicht nur in der Pause, und haben hier einen folgenreichen, einen schweren Fehler begangen bei der Erstellung der Verbotsverfügung. Frau Nancy Faeser, you had one job, you are failed, you are fired. Sie hatten einen Job, Sie haben versagt, Sie gehören entlassen. Leider kann ich Sie nicht entlassen, aber Sie sind die schlechteste Innenministerin aller Zeiten. Sie haben hier einen folgenreichen, schweren Fehler begangen. Und es ist einfach, es, also Leute, zum Haare raufen, ist einfach völlige Katastrophe. Und sowas nennt sich Innenministerin und ist für die Sicherheit in diesem Land verantwortlich. Da kann man nur sagen, Prost Mahlzeit, Glück auf für jeden Tag, wo hier nicht so viel Schlimmes passiert, wie hätte passieren können. Denn sie sind auf beiden Augen blind. Sie sind lieber bei Chanel unterwegs, anstatt sich um die wahren Probleme in diesem Land zu kümmern und mal bei Muslim Interaktiv auf dem TikTok-Profil unterwegs zu sein oder Generation Islam, bei Twitter, was sie da alles für... Boah, Leute, kriege ich wieder Gift und Galle, aber mein Blutdruck geht's wunderbar. Ich mache jetzt Schluss hier, abonniere den Kanal oder deabonniere ihn, ganz wie du das möchtest. Auf X und Telegram findest du die unzensierten Bilder, ansonsten sage ich ciao, bis bald.